Gute Arbeit, Commander. Die alliierten Generäle wurden befreit und Sie haben die Sowjets aus Frankreich verjagt. Tanya versucht gerade undercover die neuesten Infos zur aktuellen Situation zu erhalten. Wenn ich etwas wüsste, würde ich es sagen. Tanya? Commander? Lieutenant Eva? Hier draußen muss man sich gelegentlich die Hände schmutzig machen. Ich sitze schließlich nicht in einem gemütlichen Büro. Könnten Sie bitte den Commander auf den neuesten Stand bringen? Natürlich. Die Russen halten Heidelberg. Ich hole gerade aus dem da die Koordinaten ihres Hauptquartiers raus. Allerdings lahmlegen kann ich es für Sie nicht. Das müssen Sie schon selbst machen. Jetzt bitte! Sie machen das gut, Commander. Wir haben die Sowjets vertrieben bis in ihr deutsches Hauptquartier im Heidelberger Schloss. Sie müssen auf dem Fluss in die Stadt vorstoßen, da die sowjetischen Stützpunkte schwer befestigt und schwer gesichert sind. Zu gegebener Zeit erhalten Sie Zugriff auf Vindicator-Bomber für die Zerstörung designierter Ziele. Jagen wir die Sowjets wieder zurück nach Sibirien. Oh mein Gott, Toffer kriegt Zugriff auf Bomber. So, herzlich willkommen bei Nacktmull-TV. Heute geht's in Runde 3 Command & Conquer mit den Alliierten los. Und wie ihr schon gehört habt, dürfen wir über den Fluss in ein sowjetisches beherrschtes Gebiet eindringen, in dem schönen Örtchen Heidelberg. Und Toffer kriegt Zugriff auf Bomber. Juhu! Wir haben einen Zickenkrieg. Das hast du vergessen zu erwähnen. Den haben wir doch auch so schon ohne Weiber. Das sowjetische Hauptquartier ist hier in Heidelberg. Sie haben Befehl, einen Stützpunkt zu errichten und das Hauptquartier zu zerstören. Das sind Ihre Befehle. Eskortieren Sie Ihr MBF flussaufwärts. Laut Geheimdienst rechnen die Sowjets nicht mit einem Amphibienangriff. Naja, wird gemacht. Töten, zerstören, Bomber! Bomber. Bomber! Bomber! Noch schlimmer wird's, wenn er die Helikopter in die Finger kriegt. Das kennen die Leute ja schon. Vielleicht können wir es ja jetzt mal mit Bombern alles klären hier. Die Sowjets wissen nicht, dass wir hier sind. Sehr erfreulich, so können wir diesen MBFs Begleitschutz geben. Danach errichten sie eine Ausgangsbasis für den Angriff auf das sowjetische Hauptquartier. Und wenn möglich, zerstören sie die Stadt nicht mehr als nötig, Commander. Miss? Wir kriegen Bomber und wir sollen nichts zerstören. Ich hab die Fische. Ich hab die Fische. Ja, ich hab die Fische. Das sind Delfine. Ah, und lebt im Wasser, hat einen Schwanz und eine Flotte. Wir vertreiben sie. Fällt in seinen Sammelbegriff Fische, was können die denn? Säubern wir die Luft. Hochsprung, springt aus dem Wasser, um auf diese Weise Angriffen auszuweichen. Klingt cool. Natürlich, mein Freund. Volle Kraft voraus. Ja, ich glaube, du musst alles, was im Wasser ist, kaputt machen und nicht alles, was in der Luft ist. Jetzt ganz einfacher Auftrag. Das ist ein Tesla. Ja, die musst du, glaube ich, kaputt machen. Glaub da nicht so dran. Ich schon, weil ich die nicht mal anklicken kann. Ja, aber guck mal, die gehen überhaupt nicht kaputt. Du weißt schon, dass du da vorne einen von den MBF rausbringen hättest sollen. Machen wir mal eine kleine Kreuzfahrt. Hey, verschwinde! Ja, du kannst sie unterbrechen, ne? Was macht das eine MBF da unten? Das kann ich nicht steuern. Das geht da auch an Land. Wir sollen an beiden Stränden an Land gehen. Tragflächenboot. Amüsieren wir uns. Sie haben noch Team? Ja, schrecklich, ne? Ja. Mit dir. Es klappt im Portal ja schon so toll. Du bringst mich überall um. Ja, es klappt im Portal wirklich toll, weil er die Finger nicht von seinen Maustasten lassen kann. In Portal? Cool. Halt die Klappe. Ihre Flotte bleibt weiter auf bisherigem Kurs. Aber Ihr Job ist hier, auf dem Festland. Errichten Sie einen Stützpunkt, dann wenden Sie sich dem sowjetischen Hauptquartier zu. Passen Sie auf sich auf, Sir. Sie wissen, dass Sie hier sind. Oh no. Mit dem Hundeblick.
Passen Sie auf sich auf. Schlimme Nachrichten, Commander. Die Sowjets haben einen eisernen Vorhang errichtet. Dieser eiserne Vorhang dürfte ihre Truppen vorübergehend absolut unbesiegbar machen. Grund genug, ihn zu zerstören. Klar. Ja, ich bin oben. Neues Einsatzziel erhalten. Verbesserte Luftfahrt autorisiert. Wird gebaut. Die haben beim Bau ihres Stützpunktes den Großteil ihrer Energie und Ressourcen auf die Schwachstellen umgeleitet. Angriffe auf diese Ziele müssten ihre Defensivsysteme nachhaltig schwächen. Bau abgeschlossen. Europa gehört jetzt zur Sowjetunion. Und ich werde dafür sorgen, dass es ewig so bleiben wird. Ach, sammel nicht. Und, was liegt an? Verstanden. Immer diese großen Töne. Ja, ja, ist immer dasselbe. Das ist unser Haus. Sämtlicher Stützpunkt entdeckt. Ist das hier jetzt fertig? Ja. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Strom frisst das Ding. Ich werde wahrscheinlich noch eins brauchen. Wie viel Strom frisst das Ding? Das ist die erste Runde, wo ich jetzt auch mal hier die Basis selber aufbauen darf, ne? Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Darfst du das? Hab ich dir das erlaubt? Ja, darf ich. Wird gebaut. Wenn du da die Klappe und sie du das nicht drauf gehst. Das sagt der Richtige hier. Ja. Wir haben Mission 5 oder 6 bei der ersten Kampagne nur 6 oder 7 Mal spielen müssen, weil sie andauernd verrückt sind. Bau abgeschlossen. Forder es nicht hier raus, sonst musst du die auch alleine spielen. Wen? Ja, die Mission. Prospektor 1. Warum? Um uns zu zeigen, dass es besser und einfacher geht. Ja, da brauchst du da nicht lachen. Ja. Ah, der kleine Kampfzwerg will mal ein bisschen aufbucken. Naja, lassen wir ihn mal. Kampfzwerg? Du bist mein Co-Commander. Sei lieber ruhig. Ich bin der Co-Commander vom kleinen Kampfzwerg. Ich stell dich auch vor die Wand, wenn es sein muss. Ja. Neue Bauoptionen. Oh, brauchen wir mal davon ein paar. Brauchen wir mal das hier noch. Ach, Luftwaffenbasis haben wir jetzt auch. Ich habe Bomber. Oh, das Bomber. Na, toll. Bin ja so glücklich. Topper hat Bomber. Würde ich nur machen, wenn er nicht mit irgendwas rumfliegen dürfte. Wird gebaut. Versagen? Commander, die Sowjets haben sich hier unten eingenistet und mich eingekreist. Alleine schaffe ich es hier nicht raus. Also kommen Sie gefälligst her und helfen Sie mir. Neues Bonusziel erhalten. Die Maid in Nöten. Ja. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich soweit bin. Ja, aber dir dauert das immer etwas länger. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Papa, du wirst feststellen, mit dem Alter kommt die Weisheit. Und manchmal ist es besser, ein bisschen zu warten, als gleich loszustürmen und den Helden zu spielen. Bau abgeschlossen. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Ich habe noch mehr Bomber. Ich bin gerade blank. Soll ich etwas zerstören? Jetzt haben sie. Bei dir greifen sie an. Ja. Bärentruppe. Lass die Bärchis mal kommen. Mein Futter läuft. Bei mir kommen sie auch. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen? Ja. Also bei mir nicht an den Häusern vorbeigelaufen sind. Bei dir ist das von. Bei dir stehen die Häuser für die Verteidigung besser als bei mir. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ist ja so. Alles ist nicht so tragisch. Ja. Oh. Das ist ein guter Moment, mein Freund. So. Es wird Zeit, oder?
Was liegt denn hier unten an? Ein paar Panzer, ein paar Fußsoldaten und eine kleine vorgeschobene Basis. Feindliche Einheiten entdeckt. Ah, Topov liegt schon wieder Angriffe. Eine Einheit wird angegriffen. Kinderspiel. Ja, ja, ja. Kein Problem. Gebäude sichern. Schon die Jungs ja irgendwie leid. Warum? Ja, die kommen doch mit Bären und Fußsoldaten an gegen meine Panzer. Alles ist gut. Die leid tun die mir echt schon. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Hey, hier gibt's so ein Brautzwerg. Oh. Einen bayerischen Biermeister gibt's hier. Wollen wir ja mal hoffen. Kann ich den wegbomben? Eine Einheit wird angegriffen. Genießen Sie das Feuerwerk. Ah ja. Ein guter Plan. Ganz Ihrer Meinung. Gut. Ihr habt eh keine Eier mehr. Aktrupa. Unser Verbündeter wird angegriffen. Du wirst angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Greif mir mal meine Erzraffinerie an, die Schweine. Ist es Zeit? Soll ich etwas aus dem Weg räumen? Zureichende Mittel. Was baust du? Zu viel. Wird gebaut. Kennst mich doch. Ist es Zeit? Kinderspiel. Irgendwer muss ja deinen Arsch retten. Deine Fliege abgeschossen worden sind. Vindicator ist einsatzbereit. Ich hab irgendwie so das Gefühl, dein Panzer bombardieren bringt nicht sonderlich viel. Die produzieren schneller nach, als du sie kaputt machst. Ach, da soll es mir. Was sagt das doch? Ja. Vindicator ist einsatzbereit. Ziel wählen. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, ja, achso, das Ding gibt's ja auch noch. Neue Bauoptionen. Zu wenig Energie. Zu wenig Energie. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wird gebaut. Naja, jetzt kommst du auch endlich mal dahin. Wer will mit mir spielen? Ja, ich dachte mir, ich helfe dir auch mal. Ich kümmere mich darum. Bau abgeschlossen. Vindicator ist einsatzbereit. So gut wie erledigt. Unzureichende Mittel. Leite Bombardierung ein. Kann es sein, dass du irgendwie unzureichende Mittel hast? So gut wie erledigt. Ja, ist möglich. Ja, ich muss mal einen Reparatur-Multigunner bauen hier. Ich hab vergessen, dass die blöde Waffenfabrik auch gleichzeitig zum Reparieren da ist. Ich hab die falsch gesetzt. So, noch ein Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Warum haben wir einen Multigun geschützt? Da. Ah, da kommen sie. Unser Verbündeter wird angegriffen. Du bist ein Honk. Warum? Wie wär's, wenn du mal erst die Fahrzeuge außenrum zerstörst, bevor Tanja da rauskommt und direkt tot ist? Oh, ich hab nur ein bisschen anbombardiert, ey. Jetzt tu mal den Schlüpper wieder hochziehen, Alter. Satellitenüberwachung bereit. Position wählen. Position? Hier. Feindliche Einheiten entdeckt. Okay. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Das wird. Cryoschuss bereit. Soll ich etwas zerstören? Haben wir ein Reparaturding. Ich statte Ihnen einen Besucher.
Bock. Oh, immer ganz nach vorne hinfahren. So ist es richtig. So will ich das auch machen, wenn ich nicht bewaffnet werde. Alles ist gut. Das traue ich dir sogar zu. Ziel wählen. Soll ich etwas aus dem Weg räumen? Feindliche Einheiten entdeckt. Ja, mein Freund. So gut wie erledigt. Das ist ihr Ende. Ja, du weißt immer dasselbe mit dir. Eine Einheit. Die wollen mich abschießen. Du sorgst dafür, dass meine Vögel abgeschossen werden. Ja, natürlich. Ich schick die los und du bombardierst die Ziele, die sie anvisieren sollen. Genau. So läuft das. Ich hab's gefragt, nur damit das mal klar ist. Oh. Ich krieg Eva, du kriegst die Alte. Ich brauch mir wenigstens keine Sorgen machen, dass ich mit dem Messer im Hals ende. Ich krieg sie beide. Da glaube ich aber nicht dran, dass die sich vertragen. Jawohl. Dann erteile ich den Befehl dazu. Unser Kannst du ja mal versuchen, der Frau was zu befehlen. Das dürfte interessant werden. Feindliche Einheiten entdeckt. Oh, jetzt kommt er mit Panzern. Oh. Noch ein paar Multigun-Geschütze. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Satellitenüberwachung bereit. Position wählen. Ja. Bin unterwegs. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, wenn es nicht anders da geht, dann gibt's halt noch eine Dings. Noch eine Waffenfabrik hier. Wird gebaut. Cryoschuss bereit. Ist es Zeit? Feindliche Einheiten entdeckt. Oh, die rückt aber gleich ganz schön an, du. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Naja, noch habe ich alles unter Kontrolle. Jetzt kommt er auch von da. So Jungs, jetzt mal hier Aufstellung. Bau abgeschlossen. Panzer nach vorne, schwächeren Einheiten nach hinten. Es wird Zeit, oder? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Kinderspiel. Schöne Reparaturradios bleiben, Jungs. Fliegt meine Bombe. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. So. Schmeiß. Eine Einheit wird angegriffen. Fein gemacht. Kriegen auch einen Keks. Mal schauen, wenn du brav warst. Zu wenig Energie. Zu wenig Energie? Wird gebaut. Was frisst denn hier so viel Energie? Deine Flugfelder. Lass meine Flugfelder in Ruhe, die brauchen keine Energie. Nee, die brauchen keine Energie. Eine Einheit wird angegriffen. Sag mal, ist es so geplant, dass deine Raketenschützen da gerade Selbstmord begehen? Meine Raketenschützen begehen Selbstmord, weil sie aus dem Gebäude rausgeholt wurden. Also ja, das war geplant. Dann ist ja gut. Was liegt an? Sie haben ein Taxi bestellt? Unser Verbündeter wird angegriffen. Du wirst angegriffen? Ja, ist doch nichts Unnormales. Ist es Zeit? So, wir müssen auch einen Spaß haben. Da ist der nächste Superreaktor, da brauchen wir wieder alle Flugzeuge. Ja, mein Freund. Sehen Sie einfach zu. Stützpunkt entdeckt. Wird gebaut. Gib mir noch mehr. Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Klar, ein Mini-Fitzelchen Leben hat der Scheißreaktor noch. Also klar. Wo steigt die Party? Die Party steigt für dich hier unten in der Ecke.
damit du nicht stirbst. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wird gebaut. So. Und wird Bomben gebaut. Los. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Lebt ja auch noch, hey. So ein Mist. Eine Einheit wird angegriffen. Der Verbündeter wird angegriffen. Der Verbündeter wird angegriffen. Was sind denn die Geschütze hier? Ich bin auch Geschütze. Wie wär's mit Bauen? So ein Mist hier. Haben wir in der Mission schon Geschütze und keiner sagt mir was. Wie hast du in jeder Mission? Nee, in den vorigen hatten wir die nicht. Soll ich etwas aus dem Weg räumen? Ja, du sollst etwas aus dem Weg räumen. Wer will mit mir spielen? Ich kümmere mich darum. Sie sind im Wutzeichen. Soll ich etwas zerstören? Und dann gibt's noch ein bisschen mehr Saft. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Na, schafft das, schafft das. Eine Einheit wird angegriffen. Die reparieren das. Einheit verloren. Sie sind die reparieren das. Wenn du die Kraftwerke nicht rechtzeitig ausschaltest, werden die repariert. Sehen Sie einfach. Wenig so Zeug. Dadurch habe ich einen Bomber verloren. Alles ist gut. Unser Verbündeter wird Sie sind im guten Hände, mein Freund. Ich habe auch einen kaputt. So, da kann man hier Geschütze aufstellen und keiner hält es für nötig, mir das zu sagen. Baller, du kannst Geschütze aufstellen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ach, ich glaube, da muss man auch noch Viecher reintun. Aber ja, dann schalten die komplett um. Wie die Multigunner-Fahrzeuge. Dann musst du halt überlegen, was du brauchst. Brauchst du Soldatenabwehr oder Panzerabwehr? Panzerabwehr sind sie ja schon. Keine Sorge. Ja, aber die werden mit einem Gunner drin stärker. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Bein gemacht. Sie halten sich ja für so clever. Pusten hier einen Reaktor weg, pusten dort einen Reaktor weg. Und durchbrochen haben sie nur die äußere Verteidigung. Knallbonbon. Wird gebaut. Wird gebaut. Reicht uns ja die äußere Verteidigung schon. Ziel wählen. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das und das. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Ja. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Ist es Zeit? Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber... Ich statte Ihnen einen... Was bringt? Den eisernen Vorhang wegzubomben jetzt. Weil funktioniert noch nicht. Das funktioniert noch nicht. Eine Einheit wird angegriffen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Du wirst höchstens Flieger bei der ganzen Aktion, Alter. Ach, ich verliere die ganze Zeit schon welche. Wird gebaut. Knapp. Wird gebaut. Ich baue noch ein Flugfeld. Wird gebaut. Gut, jetzt rächen sie sich aber so. Jetzt kommen sie wieder an bei dir. Terrordruhe. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Ja. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Sieht's aus. Bau abgeschlossen. Das ist die 2. Oh, ich baue noch ein bisschen Erz hier. Nee, hier wird ja kein Erz abgebaut, ne? Imperium-Geschichte läuft auf einem anderen Zweig. Ja. Ja. Doch, sie bauen doch Erz ab, aber wahrscheinlich das normale Erz. Ja, dies hier strahlt mich. Mutiert nicht die ganze Landschaft. Soll ich etwas zerstören? Ein guter Plan.
Satellitenüberwachung bereit. Wir sind in vollen Händen, mein Freund. Ich brauche wahrscheinlich auch einfach wieder viel zu viel auf einmal. Problem habe ich in mehreren Spielen. Sagen Sie, was zu tun ist. Genießen Sie das Feuerwerk. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliche Stützpunkt entdeckt. So, ihr seid die Eins. Wird angegriffen. Einheit verloren. Einsatzziel erreicht. Kein Grund zur Sorge. Wird angegriffen. Ja. Tja, sie haben es geschafft, den eisernen Vorrang zu zerstören. Macht nichts. Meine Apokalypse-Panzer werden sie ohnehin pulverisieren, ob mit oder ohne ihn. Unser Verbündeter wird angegriffen. Hm. Neues Einsatzziel erhalten. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Hm? Sie sind in guten Händen, mein Freund. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Sie sind ja, so sehe ich ja gar nicht, ob die schon wieder bewaffnet sind, ne? Muss ich mal schauen. Oh, du hast ihn gepiekt. Upgrade abgeschlossen. Ja, die zwei waren noch übrig vom ersten Angriff. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Wird gebaut. So, bau, 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 bau. Sie sind in guten Händen. Guardian Panzer 1 ist einsatzbereit. Jungs, nachtanken. Kommt, Raketen wieder rauf. Eine Einheit wird angegriffen. Ich will nicht so nah dran sein mit dem Superreaktor-Ding. Das ist ihr Ende. Oh, ach, da kannst du alles nebenstellen. Da passiert doch nichts. Sagen Sie, was zu tun ist. Feindliche Einheiten entdeckt. Guardian Panzer einsatzbereit. Die machen keinen Ärger mehr. Guardian Panzer einsatzbereit. Wurdest du Puesto? Wir sehen uns im, da muss noch ein bisschen mehr Strom weg. Die Tesla-Spulen sind noch aktiv. Da kommt ein dicker Panzer. Ja, das ist einer von den Armageddon-Panzern. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. Unterbrochen. Warum die Tesla-Spulen da gerade viel mehr sagen? Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Tesla-Spulen. Jetzt haben sie keinen Saft mehr. Jetzt haben sie keinen. Nein, du Schwein, der hat hier verkauft, dass die anderen wieder Saft haben. So eine Drecksschwatte hier. Soll ich etwas aus dem Weg räumen? Nur du den eisernen Vorhang schon weggepumpt hast. Ohne den hätten sie nämlich gar nicht. Mit dem hätten sie gar nicht mehr genug Strom für alle Tesla-Spulen. Wen jucken Tesla-Spulen? Da fliegt man oben drüber. Da wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich jucken die im Moment. Ich greife damit meine Armee an. Wird gebaut. Deine Armee. Jungs, das ist ein Armageddon-Panzer. Da sollte vielleicht nicht nur einer von unseren Panzern drauf schießen, nach Möglichkeit. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Alles ist gut. Alles ist gut. Genießen Sie das Feuerwerk. Sagen Sie, was zu tun ist. Sehen Sie einfach zu. Wir haben Maverick runtergeholt. Eine Einheit entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Ist es Zeit? Ich kümmere mich darum. Ja, Sie wollen es nicht anders. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Da läuft ziemlich viel rum. Zu dir, ja? Nein, ich meine in der Mitte. Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Bewusst so, dass sie dich nicht fertig machen, du? Wer macht mich denn gerade fertig? Ich meine bloß, dass ich gerade entscheide, gleich entscheide, zu dir runterzukommen. Also los, Jungs. Der kommt schon die ganze Zeit. Lass ihn doch. Ja, aber nicht mit allem, was er hat. Feindliche Einheit. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Einsatzziel erreicht. Vindicator ist einsatzbereit.
Ich statte Ihnen einen Besuch ab. Ja, wir statten ihm einen Besuch ab. Eine Einheit wird angegriffen. Es wird Zeit, oder? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, der kommt nämlich jetzt. Ich habe nämlich das letzte Gebäude gekillt. Da ist noch eins. Ja, hinten drin, aber die fahren die Einheiten scheinen, die laufen alle los jetzt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Gute Arbeit, Commander. Das lief besser, als ich erwartet hatte. Einheit verloren. Ja, gut. Dum, dum, dum. Das ging ja schnell jetzt am Ende. Meine Bombe. So, tja Leute, da haben wir mal wieder hier ein bisschen was geschafft. Mal unter größtem Einsatz unseres Lebens und unserer Flieger. Ich habe Tanja gerettet. Ja, du hast Tanja gerettet, weil ich die Vorarbeit geleistet habe. Hätte ich nichts gesagt, hätte sie noch eine halbe Stunde weiter Panzer bombardiert. Ja, so sieht's aus. So, Leute, ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Noch sind die Missionen ja eher kurz und knackig. Aber kommen bestimmt auch bald ein paar längere, wo wir auch ein bisschen zu schwitzen haben dann. Also, bis zum nächsten Mal. Und den Rest vom Lied kennt ihr ja. Abonnieren, liken, haten, kommentieren. Los, los. Auf die Plätze fertig. Los hier. Nicht nur wir arbeiten, sondern ihr habt auch was zu tun. Zack, zack. Ciao. Und tschüss.